Scheiße. Mann, die Leute haben vielleicht gar keinen Bock. Gut? Ich bin schon wieder nervös. Muss schon wieder groß. Ich schwör's dir, es passiert immer, wenn ich Straßenumfragen machen will. Tatsächlich war jetzt die Unterkunft nicht so geil. Das ist so schön. Ich kann man gar nicht auf die Kamera gucken. Nee, das sieht man nicht auf die Kamera. Allein hier schon die View, ne, mit dem Palm. Ich sag, wir sind zwei Persönlichkeiten im Leben. Unser kleines Kind und diese Maske, die wir uns einfach erbauen. Das sieht geil aus. Wir essen heute wieder die geilste Pizza auf der Welt. Wie heißt die, Doro? Avocado Pizza. Oh, hier ist ja sogar Licht an. Sieht richtig Tulluminati aus. Problem damit, wenn die dann so Leon und Sascha heute heiß am Diskutieren in Tulum. Hast du Lust? Dreier bin ich immer da. So kommt eine Gesellschaft weiter, weißt du? Ja, ja, das kontroverse Themen. Und auch die Themen, die halt gesellschaftlich sonst nicht so mal eben angesprochen werden. Ja. Sondern die Themen, die halt aber uns bewegen. Da haben wir Justin hier am Start auf Male. Mexiko-Vibe. Oh, Mann, ich bin passiert. Nochmal eine Einführung machen. Das machen wir gleich. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin jetzt gerade hier mit Doro auf den Straßen unterwegs und ich merke richtig hart, wie mich das so fertig macht, dass ich mich so losermäßig hier fühle, weil es mich richtig herausfordert, Menschen jetzt auf Englisch anzusprechen. Also das wollten wir jetzt auch mal festhalten, weil ich struggle gerade. Und selbst eine Person wie ich, ne, hier Mindset, Fokus-Pokus, Manifestation. Ich muss mir jetzt eigentlich einreden, Justine, du kannst es, du willst, es macht so viel Spaß, es ist mega cool und so, du lernst. Aber ich denke, und das sage ich jetzt ehrlich, was ich denke, scheiße, Mann, die Leute haben vielleicht gar keinen Bock. Wer weiß, was sie antworten, ich will niemanden nerven, mein Englisch ist nicht gut genug. Ich klinge wie so ein Spasti. Das sind so Gedanken, die gehen gerade durch meinen Kopf, ne? So richtig Gedanken, die er nicht supporten. Und da sage ich immer, du musst dann eigentlich in dieses, ich glaube den Gedanken nicht, aber ich nehme die Gedanken jetzt und sage mir, okay, ist jetzt halt gerade tatsächlich so, ich kann nicht immer jeden Gedanken so heftig kontrollieren, sonst wäre ich ja schon die heftigste Person der Welt oder dann wäre ich schon an mein Ziel. Und ich muss das irgendwie genießen, dass ich das jetzt, ja, dass ich trotz meiner, also an wie sagt man, uncomfortable situation, dass ich trotz meiner blöden Situation, in der ich gerade bin, unangenehm, trotzdem handel halt. Und das ist halt voll die Challenge gerade für mich. Also seht ihr Leute, auch ich struggle und das habe ich jetzt live aufgenommen, weil ich mir denke, oh Gott, wem soll ich jetzt ansprechen? Weil ich einfach jetzt eine Straßenumfrage das erste Mal, also das zweite Mal eigentlich jetzt auf Englisch mache. Wo ich alte Leute quasi, also die Frage ist, und das muss ich auch erstmal üben, ne, mit meinem Englisch. What piece of advice would you give the next generation about navigating a relationship and love? Ja, genau, relationships and love. Ja, das habe ich dann noch dazu genommen. Ja, super. Siehst du, ich krieg noch immer den Satz zustande. Das klingt auch so, weil ich habe ChatGPT nach ein paar Fragen gefragt, so von wegen, ey, nenn mir mal 5 geile Fragen für die nächste Generation. Und dann kam halt diese Frage bei rum. Da habe ich gedacht, ich übernehme die, aber dann fühle ich mich so fremd, weil das nicht meine Wörter sind. Und dann merke ich auch, dass es vielleicht mehr Sinn macht, wenn ich dann irgendwie einfach, auch wenn es falsch ist, scheiß drauf, jeder versteht ja, was ich meine. Und am Ende hat Doro ja gesagt, stimmt ja auch, ich schneide ja eh nur die Ausschnitte raus, was die Leute sagen. Ich schneide ja gar nicht mehr raus, was ich sage. Oder ich muss es nicht nehmen. Struggle of my life. Heute an einem, was ist heute für ein Tag? Dienstag. Dienstag im Playa del Carmen. Ich konnte ihn mal fragen. Can I ask you something, please? What kind of advice would you give the next generation about having a beautiful or fulfilling relationship and love? Mm. That is, there are actually too many aspects of that. Sagst du? Geht's gut auch für dich? Oder? Ja. Okay. Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute im Playa del Carmen auf den Straßen. Ich glaube, die sind halt hier einfach ein bisschen mehr genervt von den Touristen. Hier laufen viele weirde Leute auch rum. Ja. Das Trommeln ist schon echt laut. Aber hört man das bei uns auf dem Mikrofon? Ich bin abgeschnitten aber, ne? Ja, ich habe ich auch gerade gesehen. So, heute essen wir Ceviche, Freunde. Und? Gut? Lecker. Ceviche de Camarón. Wenn die da Läden voll sind, Freunde,
Das ist immer ein gutes Zeichen. Weil ich gehe mal hin, wo viele Leute sind. Wenn Sachen leer sind, dann. Und ich die nicht kenne, gehe ich da tatsächlich auch eigentlich hin. Your opinion, who should have the upper hand in the relationship? The guy or the woman? No, the man or the woman? And why? Upper hand or dominant part? Aber machst du nur upper hand, ne? Du bist doch groß jetzt schon wieder. Ich bin schon wieder nervös. Muss schon wieder groß. Ich schwör's dir, es passiert immer, wenn ich Straßenumfragen machen will, ne? Scheiße. Du kannst ruhig ein bisschen mit mir zu mir kommen? Okay, now. Nee, nicht unbedingt. Also beides so. Welcome to another video here on my YouTube channel. My first videos in English. Oh my God. I will try my best today to talk with the people on the street and gonna ask them what they think. Who should lead or have the upper hand in a relationship? The man or the woman? Ja, krass, die waren von Kanada. Ja gut, sie konnte Englisch und er konnte nur dann wahrscheinlich Französisch. Aber mich hätte eigentlich seine Meinung auch mal interessiert, ne? Ach scheiße, ich spreche ja Deutsch gerade. Ach, fuck. Und? Wie findest du die Musik? Ja, ist cool. Also, ja, ist... It's mega! Oh, sorry. Ja, es ist, it's good. Soll ich auf Englisch machen oder was? Auf Englisch, ne? It's nice music here. Okay. Oh, I need to ask some girls, how long does it take? Maybe I can ask you something? I know, that's no? Okay, no, they don't want. Okay, let's see who I can ask, maybe them. Oh, maybe him. Ah, nee, der gibt mir auch nicht die Vibes. Komm, wir gehen mal weiter. So, meine lieben Freunde, wir sind in Playa del Carmen. Immer noch, das ist übrigens unsere zweite Unterkunft. Wir sind ja dann umgezogen. Ich glaube, seitdem hatte ich nicht mehr gefilmt. Doro ist hier. Und wie war die Unterkunft, Doro? Ja, nicht so geil, leider. Ja. Die Nummer war geiler. Ja, tatsächlich war jetzt die Unterkunft nicht so geil. Also wir hatten so irgendwie diese Bombe neben uns, diese Bombe, wie sagt man, Boiler? Für die Wasserboiler. Wasserboiler, genau, Bomber oder wie auch immer es heißt. Und die war ein bisschen laut. Ja, und dann so Kleinigkeiten halt. Die Tür zum Beispiel geht fast gar nicht auf oder ne, die Balkontür kriegt man fast nicht alleine auf. Also war die jetzt nicht so genial. Man muss schon gucken ein bisschen. Das kann ich nur als Empfehlung geben, dass man manchmal einfach nur, also, das ist auch nochmal ein guter Tipp. Manchmal einfach nur eine Nacht buchen und dann, viele lassen sich auch darauf ein, dass wenn man dann länger bleiben will, dass man das so macht. Weißt du, was ich meine? Dass man dann nicht, ne, weil wir haben es ja über Airbnb gemacht, dass man das so mit dem Vermieter klärt. Und dann weiß man auch, ob einem die Unterkunft gefällt oder nicht. Das ist einfach mal ganz cool. Wenn man jetzt einen längeren Aufenthalt sucht. Manche buchen auch für einen Monat. Also ich würde nicht für einen Monat buchen, bevor ich nicht die Unterkunft gesehen habe zum Beispiel. Weil Stefan ist jetzt einen Monat hier wohnen mit diesem Geräusch, weißt du? Zum Beispiel. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt zum AKK, chillen da ein bisschen oder setzen uns in Bionatural, gucken wir mal und arbeiten und dann geht es später wahrscheinlich nach Tulum, ne? Haben wir jetzt gesagt. Ja. Oder nach Isla Mujeres auch eine Nacht, aber ich glaube Tulum, ne? Ja, schauen wir mal. Ja, wir gucken gleich nochmal. Und auf die Straße wollte ich noch die Leute noch befragen, mal gucken, ob das auch funktioniert heute. Oder ob ich mich wieder nicht traue, ey. So, Freunde, ich sitze heute hier mit Doro und Markus. Markus ist auch dabei. Hi, Markus. Hi, ich sehe den Norm. Und Doro. Ja, Doro und Markus. Nee, aber wollte ich immer sagen, wir arbeiten. Wir arbeiten. Wir chillen nicht nur, sondern wir arbeiten auch. Und ich bin gerade dabei, hier meine ganzen Sachen zu machen mit den ganzen Videos. Ich habe mal gecheckt, wir haben gestern ziemlich viele Videos aufgenommen. Ich finde es richtig nice. Ne? Doro, wir waren fleißig. Ja, voll. Ey Leute, ich habe übrigens mal eine Frage und zwar, ihr könnt mir jetzt mal helfen und mir mal ein paar Vorschläge geben. Was soll ich die Leute, den Leuten? Ja, ne? Scheiße. Oder je nachdem. Oh mein den Gott. Den Leuten oder die Leute fragen. Oh, ich bin so schlecht. Ey, manchmal sage ich, das hatten wir letztens das Thema, ne? Wenn du mit diesem Sprach, manchmal weißt du nicht mehr, was jetzt richtig ist, obwohl ich so viel Deutsch spreche, aber ich komme trotzdem durcheinander heutzutage. Naja, was soll ich den Leuten auf der Straße für Fragen stellen? Ich habe schon überlegt, also es kann wirklich alles Mögliche sein. Es sollte natürlich zu mir passen, zu meinem Kanal hier, ne? Alles so ein bisschen conscious, ihr Bewusstsein. Aber da hängt ja viel miteinander zusammen. Es können ja auch Business-Fragen sein. Es kann auch sein, hey, glaubst du an Glück oder glaubst du an Zufall oder glaubst du... An Schicksal.
an Schicksal oder denkst du, du hast alles in der Hand? Hatte ich ja gestern auch schon die Gesprächsthemen. Da waren zum Beispiel zwei Kandidaten gestern dabei, die haben krass an Manifestationen geglaubt oder die setzen das auch um. Und ich hab das nicht gefragt. Nee. Also habe ich. Nee, die haben das auch von sich aus erzählt, glaube ich. Ne? Ja, richtig cool. Naja, auf jeden Fall eure Vorschläge jetzt in die Kommentare und ich freue mich drauf. Bis dann. So Leute, wir sind hier im Beachclub. Allein hier schon die View, ne, mit den Palmen hier und hier da hinten, das sieht so krass aus alles. Das ist echt so schön. Wow. Krass, halbe Stunde. Krass. Morgen hast du Armschmerzen. Ja, ist gleich vorbei, ist gleich vorbei. Okay. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, unser kleines Kind ist wie unsere Seele. Wir kommen mit einer Seele auf die Welt. Und unser Erwachsensein, was unser Ego ist, was unsere Maske ist, baut sich mit der Zeit auf. Wenn diese Maske irgendwas macht, also jetzt im Leben, dann ist unser Kind, dem das wehtut. Und das, wenn wir dann weinen und sagen, warum habe ich das gemacht oder warum habe ich dies gemacht oder warum. Also unser Erwachsensein ist scheißegal alles. Wir machen, kommen hier und machen dort. Und dann unser Kind ist der, das dann sozusagen diese Konsequenz, der das dann leidet. Schütz dieses Kind. Schütz dein kleines Kind, was du in dir trägst. Schütz dieses Kind, weil du bist verantwortlich für ihn. Du bist für all das, was du im Leben tust, verantwortlich für ihn. Und wenn du Scheiße baust, dann leidet er. Für dich ist das scheißegal, weil du hast gesagt, ich habe das gemacht. Aber dein Kind leidet, weil wir sind zwei Persönlichkeiten im Leben. Unser kleines Kind und diese Maske, die wir uns einfach erbauen, damit uns keiner irgendwie Schaden zufügt oder damit uns keiner angreift und wir uns verteidigen können und so, weißt du, das ist normal, das bauen wir uns auf. Aber lass ihn raus, wenn es nötig ist. In irgendwie ein Umfeld, wo du weißt, okay, hier kann ich ihn rauslassen. Lass es jetzt hier machen, was wir wollen. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es nicht nötig. Und schütze einfach dein Kind. Schütze es einfach. Und tu ihm nicht noch mehr weh, als er jetzt schon, weißt du, mit sich zu kämpfen hat. Ja. Schütz ihn. Und das ist Selbstliebe, wenn du dich schützt. Mhm. Schütz dein Ich. Schütze es. Liebe es. Liebe dein Ich. Dein Kind ist nicht perfekt, aber dein Kind ist einzigartig. Dein Kind ist wie kein anderer. Du bist wie kein anderer. Das macht dich aus. Ja, mega. Weißt du? Mega motivierend von Ricky heute, oder? Ich würde sagen, du könntest auch ein Coach werden, oder? Was würdet ihr sagen? Also ohne Scheiß, du Mutti hast mich jetzt richtig motiviert, mich selber mehr zu lieben. Und überleg mal, in Deutsch tut mir das schwieriger, oder ist für mich das schwieriger, Leute zu motivieren oder zu reden, als auf Spanisch. Ich habe so Deutsch richtig verlernt, kann man sagen. Ich rede voll schlecht, also doch, ich merke das. Okay, gut, manche Sachen weißt du vielleicht nicht richtig, wie ich jetzt das... Ne? Also ich habe Probleme manchmal mit dem Deutsch, weil du so viele Sprachen mixt. Ja. Und dann gewöhnst du dir an, die Reihenfolgen zum Beispiel zu verändern mit den deutschen Wörtern, dass du, die Reihenfolge ist da einfach anders. Aber die deutschen Wörter kannst du noch. Es ist nur, es klingt dann komisch im Satz manchmal. Also mir geht das immer so vor. Also wie zum Beispiel jetzt so, das kommt mir immer so vor. So. Und ja, aber nee, mega. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Das war jetzt ein Beach Talk, würde ich sagen. Ich kann einfach sagen, als Fazit. Da kann man Jungle sagen, Talk. So kann man das, oder Jungle Talk. Wir sind ja im Dschungel in Tulum. Hast du. Achso, da sieht es nicht so geil aus, aber da sieht es geil aus. Guck mal, da die Palmen. Da musst du jetzt hinfilmen. Wenn ich sage, guck mal, da die Palmen. Wir sind im Dschungel, das heißt. Ist so ein kleiner, kann man sagen. War so wie dem One Talk, den wir gemacht haben, mal. Kannst du dich erinnern, in deinem Van? Ja, Van Talk. Wir haben schon mal einen Van Talk gemacht, Ricky und ich. Genau, es ist lange. Oder als Fazit kann ich euch einfach sagen. Genau, Update. Ganz kurzes Update seitdem. Was ist passiert? Also nur ganz kurz. So einiges. Man ist am Arbeiten, man ist am Studieren. Und man ist. Wie lange macht ihr noch? Weil meine Arme sind jetzt so langsam. Ja, ist fertig. Als Fazit. Arbeitet an euch. Arbeitet bewusst an euch. Und ihr werdet sehen, dass für euch alles leichter irgendwann wird. Aber ihr müsst wissen, wer ihr seid. Und ihr müsst wissen, wohin ihr geht und woher ihr kommt. Arbeitet an euch. Das ist, was ich sagen kann. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, ja, check deinen Kanal, ist verlinkt natürlich. Könnt ihr mal gucken, was Ricky so macht. Spanischer Content, und aber sehr, sehr inspirierend auch. Also du machst das schon sehr gut. Und ich versuche vielen Leuten zu helfen. Ach so, Kooperationsanfragen hier. Ey Leute, wenn ihr irgendwie mit Ricky kooperieren wollt, er ist auf jeden Fall, hat noch Ressourcen zur Verfügung, sagen wir es mal so, ja, dann meldet euch. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Talk wieder. Ich freue mich drauf. Und auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Wir machen das nochmal. Ja, gerne. Dann habe ich gefreut, dir. Euch zu sehen, dich auch, ja. Dich kennenzulernen, euch, dich. Ja. Immer gut, immer schön, immer schön. Die Deutschen. Da connectet man wieder so, wieder was Neues, wieder, was man vor langer Zeit erst, ich habe dir seit einem Jahr jetzt
vor einem Jahr gesehen, letzte Mal. Überleg mal. Krass eigentlich. Auch, sag ich dir. Boah. Krass, ja. Ja, wie auch immer. Passt auf euch auf und liebe Grüße aus Mexiko. So, das ist unser Essen heute. Hummus. Okay, das sind irgendwelche Tacos. Das ist eine Guacamole. Und guck mal, er. Hi. Hola. Was ist das? Oh. Willst du auch Hummus? Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er schüchtern. Richtig chill da sein Leben. Wir denken mucho hambre. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, wie schön das ist. Schon cool, ne, die Location, oder? So cool. Ja, mega nice. Kitano Beach. Schön hier, ne, Ricky? Ja, Mann. Ja, Mann. Wir freuen uns einfach, ne? Urlaub-Vibe hier. Guck mal, die Disco-Kugel ist schon cool, wenn die hier abends Partys haben. Machen die hier Partys auch? Doro, weißt du das? Keine Ahnung, bestimmt, oder? Das sieht geil aus. Wäre ja doof, wenn nicht. Ja, stimmt, wäre echt doof, wenn nicht. Auch hier drinnen, ne? Das ist so richtig Illuminati-Vibe. Ja, ja. Ne? Ja, total. Volles Rohr. Lass mal ganz schön machen. Weiß ich nicht. Frag mal. Ricky klaut einfach Mandarinen. Ricky hat Hunger. Wir essen jetzt gleich eine Pizza, ne, Ricky? Ja, ich hab auch Hunger, ja. Wir essen jetzt so vom Ritano, vom Snacken. Gehen wir jetzt. Oh, du hast gar nichts gegessen. Du willst lieber 4 Kilo Spaghetti. Wie viel isst du immer? 500 Gramm. Achso, 500 Gramm. Also ein Paket, ein komplettes Paket am Tag. Ricky will jetzt ein Paket Spaghetti essen, aber wir essen jetzt eine Pizza, ne? Ja. So, Freunde, und heute wieder im Holistica. Und wir essen heute wieder die geilste Pizza auf der Welt. Wie heißt die, Doro? Avocado-Pizza. Magst du die? Ja. Und Ricky, wie ist deine Pizza? Wie ist die Pizza? Ist gut? Sehr gut. Ja? Ricky war hungert, der muss jetzt erstmal essen. Und ich freue mich so sehr, weil ich... Ohne Scheiß, Leute, also wenn ihr im Holistica seid, ich empfehle es nur, es ist diese Avocado-Pizza, die ist tatsächlich nicht vegan, haben wir erst jetzt mal herausgefunden, aber sie ist die beste und deswegen komme ich hier immer ins Holistica, um diese Pizza zu essen. Und das ist die beste Pizza meines Lebens. Ich mag die einfach vom Geschmack. Ne? Nicht mehr Werbung machen hier. So, und wir sind in einer neuen Unterkunft. Ich bin mal gespannt, wie die aussieht. Ich habe keine Ahnung. Aber von außen sieht die cool aus. Das zeige ich morgen alles nochmal. Oh, hier ist ja sogar Licht an. Und alles und Ventilator und so. Guck mal, das sieht richtig Illuminati aus. Okay, ist ein bisschen kleiner als die andere. Nee, anders nur. Ja, das ist ja cool, ja. Guck mal, die machen sogar die Klimaanlage an für einen. Okay, und Wasser gibt es auch, guck mal. Wow. Guck mal, Kaffee haben die sogar hier, Doro. Oh wow, aber keine Milch, oder? Ach so, nee, wahrscheinlich nicht. Oh, ist sehr sauber. Wow. Kühlschrank ist sehr sauber. Oh ja, sehr sauber hier. Sehr sauber. Ja, riecht man. Riechst du auch, ne? Ja. Das riecht sehr sauber. Oh, oh. Oh ja. Oh ja, da freue ich mich zu duschen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Guck mal hier. Geil. Duschgel ist auch da. Geil. Mhm. Super. Cool. Ja, ist gut. Boah, hier können wir, glaube ich, gut schlafen. Welche Seite willst du? Ist egal eigentlich. Haben wir nicht sonst immer die... Nee. Doch, ich habe immer die Seite. Ist dir das mal aufgefallen? Stimmt. Ich habe immer die Seite. Stimmt. Ach, ist mir mal aufgefallen. Ich habe immer die Seite hier. Stimmt. Ja, behalten wir das bei, ne? Behalten wir das bei. So, und das ist unsere Unterkunft im Hellen. Guten Morgen. Guten Morgen. So sieht das hier aus. Oh, ist warm, ne? Aber schön, der Garten hier. Der Garten ist schon nice, ne? Doro hat auch vorhin schon die Unterkunft erkundet, meinte, es ist jetzt nicht so krass, wie es aussah auf dem Bild von oben, ne? Warum? Was war da? Ja, der Pool war so trüb. Trüb? Trüb. Ja, ich habe das jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, anders vorgestellt. Die hatten da sicher einen Filter drüber. Ja? Auf dem Foto, ah, ja. Okay. Aber das Zimmer finde ich gut. Ja, doch. Ja. Finde ich gut, kann man nicht sagen. So, und das ist der Innenbereich. Ja, mega nice. So, Freunde, und das ist mein Favorite-Laden. Und zwar gibt es hier Uarache in Sote. Soleil heißt das, Entschuldigung, Sote. Soleil. Soleil, Cantina. Und ich mag die sehr, sehr gerne. Mega lecker. Damit, wenn die dann so, Leon und Sascha heute heiß am Diskutieren. In Tulum. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in Tulum. Doro ist gerade auf dem Klöchen da vorne. Und wir fahren heute nach Cancun zurück. Das waren jetzt richtig, ja, richtig schöne Tage. Wir waren in Playa, wir waren in
Tulum gewesen. Wir haben wieder eine geile Avocado-Pizza hier gestern im Holistica gegessen. Ich hatte eine wirklich schöne Zeit. Morgen gehen wir übrigens nochmal in den, wahrscheinlich in den Amazonas Beach Club nach Isa Mujeres mit Ricky. Der hat dann eine Collaboration wieder klar gemacht für uns. Das heißt, wir können morgen, ne Doro, morgen können wir schön in Isa Mujeres. Ja. Geil. Ja, ich glaube, es wird dir gut gefallen. Wir haben uns letztens behandelt wie die Könige, ne? Ja, ich bin gespannt. Ja, Mann, ich glaube, das wird mega cool. Dann zeigen wir dir noch ein Playa Norte hoffentlich. Ich denke mal, morgen wird es früh losgehen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich, damit wir noch im Hellen, also nicht, dass es ganz so dunkel ist. Ich mag das schon nicht so im Dunkeln hier zu fahren in Mexiko mit den Straßen. Und ja, war nice auf jeden Fall, oder? Die Tage in Tulum und Playa. Cool. Und jetzt ist es so, nee, weg. Ich will gar nicht. Alleine bin ich dann wieder. Aber dann beginnt eigentlich für mich mal wieder ein Weg. Ich hab so reingehauen, Leute. Ich war so im Urlaubsmodus. Aber es hat mir auch gut getan. Ja. Ich sage es. Ey, wir hauen jetzt gleich ab, ne? Ey, wie geht's dir? Alles klar? Ey, alles besten. War sehr, sehr. War gerade das Gespräch, das wir hier zusammen hatten, alle? Wie lange sitzen wir jetzt hier schon? 2 Stunden oder so? Ich bin hier einfach reingekommen, hab euch gesehen und seitdem sprechen wir über das Leben, ne? Ja, crazy. Wie lange bist du jetzt noch in Tulum? Mindestens bis Mai. Noch einen Monat? Wir sehen uns bestimmt nochmal, oder? Nochmal ja, hoffentlich. Talken. Ich habe eine Idee. Wir treffen uns nochmal zum Talk. Zum Dreier. Oh mein Gott. Dreier in Sinn, ich bin da. Dreier? Ja? Ja? Bist du da? Hast du Lust? Dreier bin ich immer da. Dreier sind wir am Start. Ja, gut. Aber eigentlich mag ich es nicht mit 2 Männern. Ja. Du bist da nicht mehr da. Deine Verstärkung ist da nicht mehr da, Leon. So. Nein, wir werden ein geiles Thema aussuchen, dann machen wir nochmal einen Talk. Haben wir ja heute eigentlich auch schon so gemacht. War schon krass. Hätten wir es jetzt aufgenommen, Leute? Nee, ich meine, vorhin haben wir auch geredet. Ja. Aber Stefan, wir hätten das Thema jetzt aufgenommen. Was wäre dann? Das wäre aber ein Video gewesen. Weißt du, ich liebe das. Ich mag das halt. Weil ich glaube, das würde anregen, Menschen zum Nachdenken anzuregen, dass die Leute kommentieren und miteinander diskutieren. Das ich glaube, so kommt eine Gesellschaft weiter, weißt du? Ja. Wenn wir diskutieren kontroverse und so Themen. Kontroverse und auch in die Themen, die halt gesellschaftlich sonst nicht so mal eben angesprochen werden. Ja. Sondern die Themen, die halt uns bewegen. Ja. Dass das angesprochen wird. Das sind aber krasse Themen das halt. Das bewegt ja jeden ja, Menschen. Ja, klar. Ich glaube halt, wir stehen in der Minderheit, ganz klar, Sascha. Ja, aber wir sind hier, um die Message zu verbreiten. Ja, du hast recht, wir sollten uns trauen. Und auch da wieder, jeder darf dann am Ende davon adaptieren, was er möchte. Aha. Am Ende soll jeder einfach für sich leben. So. Und nur, es geht ja darum, seine eigene innere Wahrheit zu erkennen, um die dann leben zu können. Und nicht sich zu dann spalten. Und sich dann mit den richtigen Menschen zusammenzutun. Nicht zu sagen, wir und ihr, weißt du, wie ich meine? Mhm. Das finde ich immer so schwierig. Ja, wir sind so, und aber die sind anders und so, weil am Ende des Tages, wenn wir das zu krass machen, das passiert doch heutzutage, dann treiben wir uns voneinander weg, anstatt zueinander zu kommen. Ja, safe. Auch wenn wir andere Meinungen haben, andere Überzeugungen, so, wir müssen uns eigentlich immer in den Arm nehmen. Aber die kreuzen sich ja auch irgendwo, die Überzeugungen, die wir jetzt besprochen haben. Also was ich jetzt mit, ich hab auf jeden Fall gemerkt, dass man sich auf eine Sache, dass man sich schon einigen kann. Man kann sich einigen, aber... Also ich bin ja immer so, ganz kurz, wenn ich kurz noch mal was dazu sagen will, ich mag halt nicht, wenn man Dinge so richtig krass begrenzt oder aus der Angst denkt oder handelt. Da bin ich ja so mittlerweile nicht mehr so krass drin und deswegen kann ich das nicht mehr richtig befürworten. Ich mag keine absoluten Aussagen mehr. Ah ja, jeder hat da sein Ding, so, ne? Für mich ist halt so, jeder wie er möchte. Ja. Und am Ende, es ist einfach, wenn du dich mit den Menschen zusammentust, die genauso denken wie du. Mhm. Und dann entsteht eine Leichtigkeit, dann geht die Energie hoch, weil man immer auf der gleichen Welle schwingt. Und dann hast du einfach Leichtigkeit, Spaß, Freude, weil wenn man gar nicht diskutieren muss, dann ist es einfach flowy. Ich habe da ein Statement zu jetzt. Ich identifiziere mich ab heute mit als Wasserflasche. Das ist jetzt alles free. Es gibt keine Farbe mehr. Bist du es jetzt eine Frau, weil die rosa Aussagen ist? Mehr. Bist du jetzt eine Frau, ich bin eine weibliche Plastikflasche ab heute, meine lieben Freunde. Hab mich umidentifiziert, wird morgen der Pass geändert. Ich bin jetzt kein Mann mehr. Keiner Titel. Nee, wir sind nicht angekommen hier in der Welt. Kommt auf jeden Fall in den Vorspann, ey. Was geht denn? Das ist ein geiler Teaser. Aber schon diese rosa. Und mit dem rosa Schlappen und so. Ich hab schon langsam bin ich in die Richtung gegangen. Also du bist auf dem Weg zur Frau. Quasi. Das Geile ist ja, dass es heutzutage möglich ist. Ich kann jetzt morgen zum Amt gehen in Deutschland und einfach meine Pronomen ändern. Ich glaube, in Deutschland geht das nicht. Und ich bin jetzt eine Sie. Ich glaube, in Deutschland nicht. Doch, ich glaube schon. Nee. Doch. Ich glaube schon. In Deutschland geht das nicht. Ey, in Amerika gibt es Schulen. Wir reden jetzt wieder eine Stunde. Ja. Ey, Leute, wir müssen los. Eine Sache noch. Sorry. Stopp. Wir müssen echt los jetzt. Ey, Leon, lass noch mal ein Foto machen. Guten Morgen, meine lieben Freunde der Gesellschaft. Heute sind wir hier mit Dorothee. Und Doro? Gut, schau. Ich bin schon hier aus, oder? Doro hat mein altes Kleid an, was ich irgendwann vor 7 Jahren gekauft habe.
Steht mir sehr gut. Ja, ich find's mal witzig, wenn du andere Leute mit deinen Sachen siehst, ist irgendwie voll weird, weißt du? Kennst du das Gefühl? Ja. Ich find's mega. Ich würde auch meine Sachen gern verschenken. Ich habe so viel Zeug, was ich verschenken sollte, finde ich. Was ich selber irgendwie dann auch nicht mehr sehen kann. Manchmal ist das so und andere Leute denken sich geil. Ja, ja. Heute werden wir mit Ricky in dem Beach Club, wir haben ja die Collaboration mit Amazonas, wo wir schon mal waren, vor einem Jahr genau. Und ich freue mich mega drauf. Ich glaube, das wird eine Fresserei werden heute. Abonniert sie. Ja, halt das mit euren Freunden, kommentiert. Kommentar schreibt, wie ist das? Kostet nichts, Leute. Genau. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?